Ich schau mal hin nach South Park, Mann, dort ist es echt heiß. Leute, Leute, überall und Australien, Bäder, super. Ich geh mal nach South Park, da vergesse ich jeden Scheiß. Jederzeit bei Tag und Nacht ist das echt der Park am Krachen. Überall in South Park ist was los, wie jeder weiß. Komm schnell mal her nach South Park, denn da ist ein Freundeskreis. Hallo und willkommen im Weltall. Oh Gott. Okay, es ist ein Kraftfeld und Randy wird gleich, ja, okay. So, wir haben ja die Aliensonde. Wow, look at that. You must have broke off part of the probe and now you can control it with your sphincter muscles. Pretty cool. Pretty cool. So, wir müssen uns jetzt nur außerhalb unseres Kraftfeldes. I'm surrounded by some kind of force field. Go find a way to shut it off. When you break me free, I can show you how to get off the ship. Okay, wir haben noch die Krücke, wir haben die Pfeile. Wir haben keinen Helm auf. Wir haben einen Pyjama an. Und wir brauchen unsere Handschuhe. Da. Und ich muss diesen Hoff loswerden. Oh, eine Aufwertung haben wir ja auch noch. Eine Aufwertung. Oh, ja, hier, exekutieren. Ich muss das mal rein. Ich zeige euch das gleich mal. Das ist ziemlich cool. Augapfel. Alienhelm. Davon verfügen 10% mehr Schaden zu. Oh. Ja. Okay, geht's wohl nur hier lang? Oh. Ah, ältester Feueralarm auf der Welt. Finde den Kontrollraum. Oh, da kann ich doch bestimmt drauf schießen. Wie lange hält denn das? Der eine ist betäubt, der andere ist gerade wiedergekommen. Mu, mu. Mu. Ich mu dich auch gleich. Abziehen. Mu. So, der ist fast tot. Oh Gott, zum Bluten bringen oder einfach nochmal abziehen? Hier, ich mach nochmal abziehen beim anderen. Da haben wir die beiden erstmal abgezogen. Mo, 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 mo. Ha! Strahlenwaffe. Oh, hey, there you are. Oh yeah, yep, that's the Lambda containment block. Take that elevator next to you. The probe in your asshole should interface with it. Okay. Great, you're in. You're looking for a security console. Should be one above you in probe maintenance and another below you in the atmospheric processor. Yeah, I know this stuff. Can't remember which one you want, though. Been a while since I did this. Alienanzug, du hältst ein Schild der zwei Treffer zu Beginn eines Kampfes blockt. Oh, das nehmen wir mal direkt an den Mann. Was bauen wir denn da? Oh, da wären wir hier genug. Distanzangriffe, du hältst, wenn du Distanzangriff, mehr Geld. Wenn du geheilt wirst, Feinde, die im Nahkampf angreifen, erleiden bis zu 10 Schaden. Wenn du einen Gegner tötest.
Das macht ja jetzt sogar Sinn, wenn man alleine unterwegs ist. Krieg ich Machtpunkte, wenn ich einen Gegner töte. Ist doch eine gute Sache. So. Hier sind zwei Konsolen. Das ist dann wahrscheinlich für die... Alles klar. Ich will mal erstmal hier da runter. Was ist das denn da unten? Ah, hello. Is this recording? If you are hearing this, I've been taken hostage on some kind of alien ship. The aliens did unspeakable things to my rectal cavity. But I've broken free. I'm so scared and alone. I must find a way off this ship. Oh god, they're coming. Why am I standing here making an audio log? I don't have time for this. Leave me alone! So, jetzt können wir ja theoretisch da runter. Oder sogar hier hin. Und diesen Ventilator anmachen. Move, move! Okay. So, wie kriegen wir jetzt... Ne, diese Plattform bewegt sich, glaube ich, gar nicht. Ne? Doch, die hat auch so ein Knubbel. Aber weiter runter geht's nicht mehr, ne? Ne. Okay. War das dann vielleicht dieselbe, die man dafür braucht? Nee. Hätte ja sein können. Okay, gucke ich mich mal oben weiter um. Und mach. Hab ich weiter oben bei der Kiste jetzt schon? Was habe ich denn wieder drin gelassen? Achso, da war ich noch gar nicht. Oh Gott. Irgendwas Benutztes war da drin, ne? So, hier komme ich ja hoch, ne? Okay, das Kraftfeld muss ich irgendwie loswerden. So, dann würde ich vorschlagen, gucken wir uns doch mal dieses Exekutieren an. Erledige einen Feind mit einem Trommelfeuer aus Rüstungs- und schilddurchdringenden Waffen. Drücke L, um zu springen, dann drücke wiederholt X. Oh ja, Triggerfinger. Sehr schön. Was? Mu. Tada! Gibt 7 Rüstungen zu und schwächt feindliche Angriffe. Nice. Nice, dann gehen wir da mal eben zuerst hin, weil das war ja ein Ab. Achso, müssen wir ja auch für die. Great, you're there! See if you can free me from that console! Probably not, though. It's incredibly advanced alien technology. No way some kid could work it. Wieder verloren, Europa. In dieser Szene versuchst du, das Kraftfeld um Randy zu deaktivieren, aber stattdessen verursachst du versehentlich, dass die Sonne neben ihm seinen Arsch sehr gewalttätig untersucht, was nicht für deine Augen bestimmt ist. Randy, der offensichtlich unter starken rektalen Schmerz leidet, drängt dich, weiterzumachen. I'm still stuck. Better try the other console. Day 2. So hungry. I've started
searched for food, but the only thing I've found are other people's annoying, useless audio logs. Why did they bother when they clearly were in terrible danger? Each audio log I find is more irrelevant and boring than the last. That is the worst. I must keep looking for a way to survive. Komme ich hier irgendwo? Der Hopf sich dreht. Ja, komm ich auch nicht runter, ne? Ne, das ist zu weit. Ach, die kann man auch noch kaputt schießen. Hab schon mal da oben mal geguckt. Habe ich das Teil hier schon aktiviert? Was könnte das wieder sein? Muss ich mal eben gucken. Also ich glaube, ich muss irgendwie da unten weiter, wo ich ursprünglich war, bei dieser Plattform. Aber wie kriegen wir die runter? Okay, let's try the other console. God, I hope this works. Achso, vielleicht muss ich da mal wieder mit rüber. Ah ne, da unten kann ich ja durch. Sehe ich gerade. Ah. Anything to eat or a clue to get me off the ship, just more audio logs. They're everywhere. For some reason, I listen to every minute of every one of them, thinking there'd be some useful information, but it's like they're just filler, useless filler. They're filler that's driving me to madness. Score! Aliens hate electricity. Okay. Die Pfeile, na, die machen Blut, ja, Blutungsschaden, aber vielleicht ist was halt dann bei der Krücke. Verstärkt jeden Angriff. Schockschaden. Ja, warum nicht? Ich hoffe, du sitzt bequem, Europa. Hier hätten wir jetzt einen Wiederholungswitz, bei dem du denkst, dass du Randy mit der Steuerkonsole befreist, aber egal. Wir sind es auch versucht, seine Analsonde penetriert ihn immer wieder. Randy führt dich zu einer dritten Konsole über der Energiebrücke. Okay, that one doesn't work either. Head back towards the elevator. Okay. Okay, I didn't want you to have to do this, but there's one more console you can try in that room across the bridge. The alien who works there is really tough, so be careful and remember to use electricity. Ich hab zumindest den ersten Schlag. Moo moo. Kann man den exekutieren? Könnte man machen. Guck, wie viel Schaden das macht. Vielleicht dann doch ein Tempotrank. Dann kann ich zumindest eben zweimal angreifen. Oder ein Mana-Trank.
Nee. Quatsch, ein Machttrank, wenn dann. So, den habe ich mal betäubt. Jetzt muss ich mich doch heilen. Ja, komm, machen wir mal den Schockschaden. Guck mal, was das so bringt. Okay, einigermaßen. So, ich blute aber auch. Das ist nicht gut. Tja, ob das jetzt funktioniert? Oder ob das besser ist jetzt? Mal gucken. Okay, der Stärkste ist schon oben. Cream Freeze. Ich muss doch mal essen, das ist nicht gut. Die Pfeile? Lieber. Ich komme da nicht durch und der weicht immer allem aus. Oh, nur noch einer. Puh. Hey, den Handschuh gucken wir uns auch mal an. Du hältst einen MP, wenn du Schaden blockst. Boah, könnte was für mich sein. Fügt 7 Rüstungen zu und schwächt feindliche Angriffe. Da kann ich ja für hier jetzt mal nehmen, ne? Kann man ja, denke ich, mal machen. So. Hey, that did it. The force field's down. Come on back and we can get out of here. Nee, Fahrstuhl. War ja richtig, ne? It's another Saturday night. Feeling all right, feeling okay. Trifft für zusätzlichen Schaden stark gegen Rüstung, durchdringt 20 feindliche Rüstung. Entzieht blutenden Zielen 25 TP. Das gefällt mir beides sehr gut, muss ich sagen. Müssen wir hier nur den Schockschaden rausbauen, weil den bauen wir da auf jeden Fall rein.
Oh, eine Waffe mit zwei Slots, würde ich Blutung und Vampirismus reinmachen, ey. So, da es schon mal Bluten hinzufügt, macht das tatsächlich Sinn. Dann können wir uns die ganze Zeit heilen. Oder erst runter. Das ist jetzt die große Preisfrage. Great, you made it! Okay, use this panel here and we can all go home. Gute Nachricht, Europa. Dir und deinen Kindern wurde folgende Szene erspart. Stell dir vor, du stehst an der dritten Konsole und versuchst, Randy zu retten. Er hofft, dass das die Konsole ist, die ihn rettet. Und das tut sie auch. Aber zuerst bewirkt sie, dass der Nylon in seiner Zelle sich mit seinem Schließmuskel verbindet und schwungvoll in ihn rammt. Oh, you did it! Oh, thanks, kid. I don't know who you are or if you're real, but consider me your friend. Until we meet again! So, weißer Kraftkristall. Hier war ja auch nichts mehr. Da war noch eine Kiste. Man muss das nur erstmal richtig checken, alles. Day 7. Okay, I did find one audio log that was mildly amusing. A woman trapped on this ship left an audio log about some papers she had left in an alien cabinet, and she told me the code was 776. That was kind of cool because I didn't know the code before that. Though when I opened the cabinet, there was only some kind of power-up I didn't really need. Ouch! Scheiße! Waffen fallen lassen! Alien-Verschwörungspenner. Boah, der Rüstung. Jawohl. Oh. Da war schon wieder irgendwas zensiert. Ich glaube, den müsste ich erstmal betäuben. Scheiße! So, und jetzt bekommt der ein bisschen Blutungsschaden, oder? So, jetzt kriegt er nochmal ein Meucheln. Oder ich betäub ihn einfach nochmal. Schönen Tag. Ach du Liebe! So, jetzt wollen wir uns mal die Sonde anschauen. Im schweren Angriff, ja. Mein Unleben! Mal jemand Wolfenstein gespielt von euch? Das ist ein Nazi-Zombie eigentlich. Also in der Originalversion haben die halt noch ein bisschen schlimmere Synchronisation. So. Ah, die beobachten mir die ganzen Häuser. Mhm. Ich werde schon mal nicht anfangen, glaube ich.
Was ist da mit der Matrix? ...50% zusätzlichen Schockschaden. Aber ich komme nicht ran, ne? Doch! Oh Gott, reicht der? Der wird nicht reichen. Oder doch? Mal verkackt. Und noch immun gegen Betäuben? Habe ich gerade gesehen eben. Oh Gott, zu knapp. Nein, nicht schon wieder. Boah, eigentlich hatte ich aber eben ordentlich gedrückt. Yes? At what location? How many people in the town? Get in there and cover it up. This could change everything. Get everyone moving. We've got another UFO crash. Session? Schön. Das war's mit dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Aber die Nachrichten schauen wir uns doch an. Hey Neuer, danke, dass du gestern mit uns gespielt hast. Das hat wirklich Spaß gemacht. Ich hoffe, du spielst heute wieder mit uns. Danke nochmal, dass du mich da rausgeholt hast. Ich habe versucht, sie aufzuhalten, aber ich bin einfach zu höflich. Du musst ihn reparieren. Ist doch egal, wir sind noch draußen. So. Okay, bis dann, Leute.